Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Pokémon Ultra Sonne und Ultra Mond News. Als Teil einer Kampagne, um zu bestimmen, wer der beste Wanderer in allen Generationen ist, gab es in Japan eine Art Abstimmung. Dafür hat der japanische Pokémon Twitter Account neue Footage zu Pokémon Ultra Sonne und Ultra Mond gepostet. In diesem kurzen Clip sah man, wie der männliche Protagonist zur Spitze des Vela-Vulkanparks hinaufstieg. Eigentlich ist auch an diesem Ort Kiaves Prüfung in Sonne und Mond gewesen, aber anstelle von Kiave sieht man dort nur einen Wanderer. Wenn man auf den Wanderer zuläuft, sagt dieser nur: Alola, du wunderst dich wahrscheinlich, wer ich bin. Kiave ist jedoch nirgends zu sehen, obwohl das eigentlich der Ort ist, wo Kiaves Inselwanderschaft stattfinden würde und die Wanderer sind sogar Teil der Wanderschaft. Könnte das also heißen, dass Kiave vielleicht nicht mehr ein Inselkapitän ist? Es gab ja auch in den letzten Tagen ein paar Trailer, wo man noch sehen konnte, dass Arenen eventuell zurückkommen könnten. Ich habe ja mal ein Video gemacht, wo man diese leeren Plätze sehen konnte, die es in Sonne und Mond gab. Und scheinbar stehen jetzt auf diesen leeren Plätzen neue Gebäude. Außerdem sah man an einer Stelle einen kurzen Ausschnitt, wo Ryuki, dieser Drachentrainer-Typ, in einer Arena stand, die ziemlich sehr der Orania City Arena ähnelt. Könnte das vielleicht heißen, dass Arenen jetzt wirklich zurückgekehrt sind und die das damit quasi andeuten wollten und aus diesem Grund Kiave nicht mehr an dem Vela-Vulkanpark zu sehen ist? Denn ich denke kaum, dass so ein einfacher Wanderer ein Inselkapitän sein könnte. Das würde also heißen, dass Inselwanderschaften vielleicht abgeschafft worden sind und nun Arenen wirklich zurückgekehrt sind. Das würde auch heißen, dass Kiave ein Arenaleiter ist. Und somit wäre meine Theorie, die ich in einem Video vor ein paar Wochen erwähnt hatte, dass alle Inselcaptains und Ryuki die neuen Arenaleiter sind, bestätigt. Denn wir hätten genau 7 Inselcaptains und in der Regel gibt es immer 8 Arenen. Das würde heißen, dass Ryuki die 8. Arena eventuell einnehmen könnte, weil so ein Typ Drache ist schon öfter mal die 8. Arena gewesen. Und dazu kommt ja, dass wir Ryuki in dieser Orania City in den Arena gesehen hatten. Aber was denkt ihr zum Ganzen, Leute? Schreibt es in die Kommentare. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, auf Wiedersehen und ciao!